Augenhöhe agieren und sich nichts ergaunern. Wir in Deutschland machen genau das Gleiche. Ja. Wir koppeln unsere deutsche Währung an die Währung der Griechen, der Portugiesen, der Iren. Und dadurch ist unsere Währung, die jetzt Euro heißt, etwas niedriger, als sie eigentlich für unsere Leistungsfähigkeit sein müsste. Und wir haben ohnehin eine starke Wirtschaft und haben uns durch diesen jetzt etwas schwächeren Euro für unsere Leistungsfähigkeit zusätzliche Vorteile ergaunert. Und das natürlich auch auf Rücken der Griechen, der Spanier, der Portugiesen. Was die nicht mehr verkaufen, wird bei uns zusätzlich eingekauft und so weiter und so weiter. Also ganz kurz noch dazu, wegen Hartz IV und warum hier in Deutschland dieses Niveau der Bevölkerung so weit runtergegangen ist und in Griechenland nach oben. Denn das ist die Kehrseite. Während es für unseren Export sehr positiv war, dieser etwas niedrigere Euro, werden die Bürger mit einer für ihre starke Leistung zu schwachen Währung bezahlt. Das heißt, sie müssen mehr von ihren verdienten Euro ausgeben, um zum Beispiel Benzin, Heizeinkäufe zu betätigen, Importe zu tätigen. Deshalb kommt unsere Kaufkraft der Bürger nicht aus dem Quark, was Frau Wagenknecht sagt, seit 10 Jahren keine Steigerung des realen Lohnniveaus. In Europa. Auf fruchtbaren Boden fällt. Das verstärkt. Und wenn das dann frage ich mich doch, warum? Wir haben diese Kohlenwasserstoffe. Griechenland und Zypern sitzen nachweislich auf riesigen Gasfeldern. Herr Müller, da muss ich die Frage stellen. Warum ignoriert die Bundesregierung komplett diese Gasvorkommen und zieht die nicht in Betracht, wenn es um die Rettungspakete für Griechenland und Zypern geht? Ja, weil die Eigentumsrechte noch nicht geklärt sind. Wir haben noch Gasvorkommen in dem Raum. Da gibt es Besitzansprüche anderer Länder. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht besehen wird. Wir sehen, dass da eine Chance ist. Die Amerikaner wurden doch schon. Noble Energy wurden schon. Die Rechte sind doch schon vergeben. Deswegen, glaube ich, haben wir doch auch ein Interesse daran, dass Griechenland und Zypern auch im Euroraum bleiben und in Europa bleiben, weil wir natürlich auch eigene wirtschaftliche Interessen haben. Warum findet da keine Diskussion drüber statt? Warum wird doch immer heute noch in den Leitmedien, die über das Buch schreiben, gesagt, das wäre alles Quatsch, diese Gasvorkommen gibt es überhaupt nicht. Das ist für mich vollkommen nicht nachvollziehbar, warum solche Fakten ignoriert werden. Was heißt nachweisbare Fakten? Waren Sie unten und haben gebohrt und geguckt, ob da Gas ist? Also, Herr Lanz. Frage. Meine ich ganz ernsthaft. Irgendwo hört es auf. Irgendwann endet die Pflicht des Journalisten. Ich habe belastbare Quellen. Ich habe sie heute Nacht offen gesehen. Es gibt ganz viele Quellen, die auch sagen, deswegen stelle ich die Frage, die sagen, möglicherweise liegen da große Vorkommen. Möglicherweise ist anders als ganz sicher. Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mir auch die Mühe gemacht, vor Ort zu fahren. Nicht abzutauchen, aber mich zumindest mal mit der damaligen Außenministerin zu treffen. Und die sagte unter Zeugen, Griechenland sitzt auf Gasvorkommen, die denen Libyens entsprechen. Jetzt frage ich Sie, ist jetzt meine Aufgabe nachzuprüfen, ob die Frau die Wahrheit sagt und dann runterzutauchen? Also gerade wenn es die Studien gibt, der Royal Bank of Scotland, es gibt die Studien der geologischen Gutachter, ich habe die wissenschaftlichen Gutachten, ich habe mir bestätigen lassen, dass die Wissenschaftler diese Gutachten seriös sind. Müsste man jetzt sehr tief eindringen. Ich nenne Ihnen nur ein anderes Beispiel und damit sollten wir das Thema dann auch beenden. Grönländer zum Beispiel verkaufen genau mit der Tatsache, dass es möglicherweise vor der grönländischen Küste gigantische Erdgasvorkommen gibt. Genau damit verkaufen sie sozusagen ihr Recht auf Unabhängigkeit und sagen, wir können als eigenständiger Staat wunderbar bestehen, weil irgendwann täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Wie immer mag man fast sagen, grüne Kurse 12.100 heute Morgen auf der Uhr. Die alten Themen von gestern bleiben gültig. 12.5, 11.5, riesenspannend momentan. Und es ist ein Bullenmarkt angesagt. Wir vergessen schon, wie fallende Kurse aussehen. Das macht es durchaus gefährlich. Man sollte Dinge nicht vergessen. Von daher bei aller Begeisterung über die steigenden Kurse, die durchaus noch anhalten können, immer auch dran denken, die Börse ist keine Einbahnstraße. Und was hoch steigt, kann auch tief fallen. Nochmal, wie gesagt, momentan sieht es nicht danach aus. Im Hinterkopf muss man es trotzdem haben. Deutschlands Einzelhandelsumsätze kommen rein für den Februar plus 3,6% gegenüber dem Vorjahr. Also in Deutschland nach wie vor alles rund. Auch Spanien meldet positiv das Bruttoinlandsprodukt fürs erste Quartal plus 0.